ihr Landratten und willkommen zurück zu einem neuen Video in Tortuga, Parrot's Tales. Wir machen jetzt erstmal so, dass wir uns jetzt ja hier den Kaba-Geschichten vertraut machen, beziehungsweise unsere Mannschaft auszahlen. So, wir teilen die Beute mit unseren üblichen Belegschaft mal auf, sozusagen. So, 25%, die Mannschaft hält sich für den Meister der Piraten. Jawohl, wenn es nicht so viel kostet, können sie mich Meister nennen. Ja, gucke. Ich bin mal so von liebensgewürzig. Ich mach mal Achter. Jawohl. 72%, ich werde wieder gewählt. So, sehr nice. Können wir uns ja hier ein bisschen was aufbauen. Schön. So, was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes könnten wir riesige Kugeln. Erhöht die Trefferanzahl pro Seeschlacht. Ah, okay. Lootlos. Kombiniert Rammen und Entern. Mhm. Enterrausch. Reduziert den Cooldown um 1, während der Enterrausch 50% der Mannschaft bei. Ah, okay. Wellenreiter erhöht die Bewegung. Windhuse. Erhöht die Windmodifikation. Okay. Aber ich würde hier auch immer hier. Bereitet eine Salve für nahen Gegner vor. 50% Schaden. So. Mal hier noch, können noch was machen. Cool. So, geliebtes Schiff erhöht die Fähigkeit des Schiffs. Kann man das schon noch mitnehmen? Cool. Noch eins. Wow. Gut vorbereitet. Weniger Bewegungsschaden für das Schiff. Nahkampf erhöht die Effektivität auf kurze Reichweite. Das klingt auch vielleicht nicht ganz so übel. So, haben wir unsere ganzen Punkte aufgegeben. So. Unser zweiten Kapitän. Haben wir auch noch was? Ah, okay. Den haben wir erledigt. So, dann stellen wir mal neue Kaba-Verträge auf für unsere Mannschaft. So, na klar, wir bleiben beim Konvoi und plündern. Zwei Stück nehmen wir wieder mit. Schiff verbessern. Wenn wir was finden, klar, nehmen wir mit. Aufträge erfüllen, Seeschlacht gewinnen, drei Stück. Beute aufteilen. Schiffe kapern. 1,1k. Wow, 100% schon. Wir hauen aber wieder voll in die vollen hier rein, ja? Städte plündern. Ein Schiff versenken. Warte mal. Das nehmen wir mal raus. Bei Seeschlachten gewinnen. Schiff verbessern. Dann machen wir Schiffe versenken, ja? So. So, 17 Steine, aber wir werden trotzdem mal hier noch den Hafenmeister gucken. Wartung, oh, nichts zu warten. Das Schiff haben wir aufgebaut. Gibt's auch nicht neue, oder? Ja, das sind sie schon gut. Dann müssen wir mal gucken, wo wir als nächstes mal hinschippern. Die Mannschaft hört schon gar nicht mehr auf, von dir zu schwärmen. Portal Praise. Vielleicht gibt es da was. Ich kann mal da was aufbauen. Mal gucken. Und nebenbei vielleicht noch ein Schiff mitnehmen. Ich kann noch mal noch eins nebenbei. Hier. Gold in ihren Taschen förmlich riechen.
Aber komm, ja. Wir sollten anfangen, Shanties über unsere Siege zu schreiben. Noch einer. Ich hatte gerade den gleichen Einfall. Jawohl. Nehmen wir mit hier. Karten gespielt. Es geht los. Volle Kraft voraus. Aber sicher da. Schön. Versuchen ihn einzukesseln. Können wir ihn schon eine Breitseite verpassen? Verdammt, Mann. Ihn mal von der Seite. Komm, wir nehmen mal Kugel. Jawohl, gleich mal schön Segel. So. Noch einen besseren Winkel. Das sieht gut aus, oder? So, ein Nahangriff sind wir ja nicht. Aber wir können ja hier aus der Ferne. Huhu, versenken. Ich finde die panzerbrechende Munition echt vom Vorteil. Und sowas nennt sich heutzutage Seemann. Yeah. Schreckende Meere. Lukasi da, schreckende Meere. Genau. So, guck mal, die ersten Aufträge haben schon, die ersten zwei haben schon erledigt. So, dann wollen wir uns mal den nächsten Informanten zu Gemüte ziehen. Ja. Und wir da. Da müssen wir hin. So, Anker. Ein wunderschönes Städtchen. Wäre ja schade, wenn das hier jemand überfallen sollte. Gut, wir sind angekommen. Ich bin froh, den alten Stockfisch endlich an Bord zu haben. Er ist direkt in die Taverne gewatschelt, wenn du ihn suchst. So, dann wollen wir mal in die Taverne watscheln. Ja. Und erstmal eine Runde hier auf dem Tisch. Den Akzent kriegen wir dir noch ausgetrieben. Aber sonst sind es ganz taugliche Rekruten, denke ich. So, den Informanten. Ich habe dich hier hergebracht. Jetzt rück raus, was du weißt. Genau so sieht's aus. Es tut mir wirklich leid. Aber ich kann mir einfach nichts mehr erinnern. Nee, den müssen wir windelweich hauen. Die Sorge um meinen Freund raubt mir alle Sinne und sein Siechen scheint ansteckend zu sein. Mein Hals kratzt auch schon. Gut, ein paar Fässer Rum, das sollte ja nicht besonders schwer sein. Ich hasse es zu sagen, aber der Kerl führt dich an der Nase herum. Wenn ich mir nicht sicher wäre, dass er uns helfen kann, würde ich ihn höchstpersönlich den Fischen vorstellen. So, neuer Auftrag. So, ein Schiff kapern wäre noch offen, ja.
So. Besitzer 60. Aha, Krog. Okay. Die kann ich ja einkaufen. Oder? Können ja mal gucken, ob es den hier auf dem Markt gibt. So. Hier Krog haben. Hier haben Krog. Könnte man ja mitnehmen und vielleicht kann man noch das andere. Ehrlich verdientes Gold sieht anders aus. Mag sein. So. Schade. Kann man nicht. Ich konnte noch nicht angreifen. So. Ihr müsst ja noch eins kapern. Ich kapere mal das. Ein Piratenschiff. Ich mach die mal aus dem Weg. Ich würde ganz gerne vielleicht noch ein Schiff verbessern wollen. Gucken. Das, man sieht das dann an den einzelnen Städten, da ist dann über den Stadtnamen oder auf der Flagge dann halt ein Symbol, was dann halt andeutet, was es für eine Verbesserung in dem Hafen gibt. So, aber wir gehen ja erstmal hier, vielleicht können wir Rock einkaufen. Hat man eine gesehen, hat man sie alle gesehen. Solange der rumschmeckt, kein Problem. Mal hier Krog noch einkaufen, dann bringe ich es noch runter. Er braucht eine Maßnahme, oder? So. Krog. 60 Liter muss ich ja kriegen. So, bestätigt. Dann können wir die Aufgabe abschließen. Genau danach habe ich gesucht. Können wir noch mehr davon mitnehmen? Wir können aber in die Taverne gehen und vielleicht noch die ein oder andere personelle Sache erledigen. So, schmeiß mal eine Runde. Langweiler sind wir, okay. Ja, aber wenn sie nicht wollen, dann können wir sie auch nicht zu ihrem Glück zwingen, ne? So, dann gehen wir jetzt mal die Aufgabe ab. Ein kleines Schiff gewesen. Ja. Oh, wir brauchen eine Tonne. Wir haben rumgetrunken. Wer hat Krog getrunken von unserer Mannschaft? Der geht gleich über die Planke. Sag mal. Wir haben hier einen Auftrag. Wir müssen hier was abgeben. Wer hat sich ja an unserem unsere die Ladung. Spezialitäten sind köstlich. Ich gehe mir einen Rum holen. Ergriffen. Ich glaube, ich muss erstmal hier kurz einkaufen, um das abzuschließen. Kann ich? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich glaube, ich spinne. Ich krieg eh nicht so viel. Alter. Das wäre zu einfach gewesen. Ja, Jungs und Mädels, dann müssen wir wohl noch einen Abstecher zu einem anderen oder wir nehmen hier gucken, dass wir hier noch ins kapern können. Wir kriegen jetzt schon Angst. Kapern. Die gehen uns so schnell nicht mehr auf den Geist. Reicht aber nicht. Nein, den will ich ganz bestimmt nicht begegnen. Habe ich keine Lust drauf. Mit denen dann noch auseinander. So. Hat man eine gesehen, hat man sie alle gesehen. Solange der rumschmeckt, kein Problem. Ich muss Krog kaufen. Krog. Hier. Ich gebe jetzt mal noch Krog aus.
So, bestätigen. So, was haben wir hier? Schiffsmoral, cool. Kann man das Schiff den Rumpf verbessern? So, Rumpf erhöht sich um 4. Hülle. Hallo. Um 1. Ich sagen, ne? Moment, ne? Ja, das war, ich kann alles 3 jetzt machen. Okay. Ja. Gute Arbeit. Jetzt können wir noch größere Fische jagen. Das gleiche mit denen auch noch. Ja, super. Das ist bloß eine kleine Schale, deswegen kann der gibt's da nicht anders. Aber egal. Ah, haben wir zwar genug ausgegeben, meine Mädels. Ja. Also zum Aufteilen ist nicht viel. Aber alles für die Firma, gell? Wir machen einen riesigen Fehler. Na dann. Hau mal ihn. Sie auf den Grund des Meeres. Ihn zu stänkern wollen. Wenn sie es haben. Platziert, dann kann's ja losgehen. So schön mit Eiskugel, das war schön. So, was können wir mal? 20%. Ja, das ist. Und dann nehmen wir wenigstens die Feuerkugeln hier. Völlig daneben. Ich schaffe ich erstmal zur Seite. So, und dann haben wir hier schön. Hinter der Nussschale etwas verbiegen. Endlich! Bin beinahe eingeschlafen! So, gleich bist du auf dem Grund. Männer, habt ihr eure Wappen platziert? Dann kann's ja losgehen! So, wie sieht's aus mit Kapern? Hammer Chancen. Ah ne, jetzt sind wir schon weg. Okay. Na dann. So. Versenken wir mal das gute Stück hier. Ein Sieg für die Geschichtsbücher.
Das war sogar noch ein Pirat, ey. Guck's dir an, ey. So. Und sagen, dann wollen wir erstmal hier wieder Richtung Heimathafen bzw. Auftraggeber. Diese Aufgabe abgeben. Erbeutet haben wir leider nicht. Engländer sind uns auch noch nicht begegnet in der Partie. So. Aber die Moral ist hoch. Schön. So. Haben wir noch welche vom Bug hier? Ah, ne, wir haben ein kaputtes Schiff unter uns. Ja, lass mal das mal. Auf zu neuen Ufern oder alten, wohlbefahrenen. Ne, warte, okay, ich dachte. Ich dachte, unsere eine Nussschale, die hier, die hat Wartungsbedarf. Na gut. So, dann treffen wir den guten mal. Ja. Die Ladung wurde immer in einer Stadt gesammelt, vor den Herbststürmen eine ganze Flotte von Schiffen in die alte Welt aufgebrochen ist. Alles unterlag höchsten Heimlich-Tuereien, damit Leute wie du und die andere Nation kein Wind davon bekam. Von Jahr zu Jahr wechselten die Sammelpunkte und die Heimatsrouten wurden immer wieder getauscht. Selbst die Kapitäne wussten erst kurz bevor der Abfahrt. Okay. Wie weiter? Wer denkst du, bin ich der König von Spanien? Höchst selbst, dass sich ein karibischen Abendkneipe betrinkt. Aber irgendetwas wirst du doch noch wissen. Natürlich, aber jetzt bist du erst wieder an der Reihe. Meine Erinnerungen sind bereits wieder von Sorge getrübt. Oh, ich ahne es. Ich auch. Mein Freund, der Dank deiner Güte wieder vollenden gemessen ist, hat einen kleinen Warenhandel an diesen Hafen. Im Sinne der eifrigsten Wettbewerbs wäre es dir sehr verbunden, wenn du die Ladung eines Konkurrenten noch auf See abfangen könntest. Gut, aber wenn ich zurückkomme, ist dir hoffentlich ein bisschen mehr eingefallen. Immerhin haben wir jetzt eine erste Ahnung, was uns da erwartet. Dass es leicht werden würde, hat niemand gesagt. In diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal von euch. Das werden wir in dem nächsten Video weiterführen, das Kapitel um unsere Piraterie. Ich danke fürs Zusehen, wünsche euch was und dann bis demnächst, euer Flokasi.